Im Namen des Herrn, Amen. Siegfried von Gottes Gnaden, Bischof der Hildesheimischen Kirche an alle in Ewigkeit. Gemäß dem Wortlaut des Mit diesen Worten beginnt die im Lateinischen verfasste Urkunde vom 19. August 1302, in der zum ersten Mal die Kirche in Steinwedel erwähnt wird. Die über 700 Jahre alte Steinwedeler Urkunde hat nicht nur Reformation, 30-jährigen Krieg und zwei Weltkriege überdauert, sondern auch diverse Umbauten, Wiederaufbauten und Vergrößerungen der Kirche miterlebt. Ihr heutiges Aussehen, den Massivbau aus Findlingen und Raseneisensteinen aus der Feldmark und der Auenniederung, bekam die Steinwedeler Kirche im Jahr 1751. Der Vorgängerbau war wahrscheinlich noch ein Fachwerkbau mit Strohbedachung. Einen besonderen Schatz der Kirche stellt die Zuberbierorgel dar. Sie wurde 1769 für 600 Taler angeschafft. Nachdem mehrfach modernisiert und umgebaut wurde, konnte sie 1995 bei einer umfassenden Renovierung durch die Firma Christian Wegscheider so weit wie möglich wieder in ihren ursprünglichen historischen Zustand zurückversetzt werden. Die fast 250 Jahre alte Orgel erklingt heute wieder im alten, ursprünglichen Glanz. Der 25 Meter hohe Kirchturm am westlichen Ende des Kirchschiffs wurde bereits im Jahr 1414 erbaut und ist damit der älteste noch heute erhaltene Teil der Petrikirche. Viel zu verdanken hat die Kirche in Steinwedel dem Mitte des 17. Jahrhunderts amtierenden Pastor Andreas Franke. Es ist seiner Initiative zu verdanken, dass 1662 nicht nur aus dem kleinen Kirchennotbau eine richtige Kirche wurde, sondern er kümmerte sich auch um die Renovierung des alten Turmes und die Anschaffung einer Turmuhr und neuer Glocken. Ein Originaldokument aus dieser Zeit, das zufällig bei Reparaturarbeiten im Jahr 1972 hoch oben im Turm in einer angerosteten Kassette gefunden wurde, stammt von Pastor Franke selbst, der darin die Zustände nach dem Dreißigjährigen Krieg beschreibt. Hiermit sei kund und offenbar, wie das nunmehr vor 30 Jahren St. Petri Kirche und Turm dieses Ortes in dem heillosen und nunmehr Gott sei Dank überstandenen Kriegswesen samt dem Pfarrhaus und Küsterhaus ganz abgebrannt ist, also dass es sehr jämmerlich hier zustand, die Kirche eine Zeit lang mit Stroh bedeckt, bis sie hernach wieder aufgebaut und samt Angehörigen dazugehörigen Häusern. Nachdem aber der Friede anno 1648 wieder hervorglühte und die Gemeinde zuwuchs, hat man von Jahren zu Jahren mit einem neuen Altar und Kelch sich bemüht, wie auch anno 1662 die Kirche vergrößert und diesen Turm gebaut, welcher über 1000 Gülden kostet, dazu die Kirche 350 Gülden mit zugeschossen, das Übrige die Gemeinden abtragen mussten. Zu Ehren von Pastor Andreas Franke befindet sich noch heute sein Grabstein an der Ostseite der Kirche, sowie die Wetterfahne auf dem Dach. Darauf die Jahreszahl der Renovierungsarbeiten 1662 und seine Initialen AF. Auch der Türsturz über dem Turmeingang ist ein Beweis dafür, dass Mitte des 17. Jahrhunderts renoviert wurde. Er trägt die lateinische Inschrift Renovatum 1662. Die meiste Zeit im Jahr ist das ja eigentlich nur ein Abstellraum, aber zu besonderen Anlässen, zum Gemeindefest oder zur Kirchenmusiknacht, ist das hier unsere Weinstube. Dann steht hier diese Theke in der Mitte des Raumes und es wird Wein und Bier ausgeschenkt.
Ja, hier auf dieser Ebene befinden sich nicht nur die alten Gewichte von unserer Turmuhr. Früher befand sich hier auch ein Durchgang zur Kirche. Denn hier standen die Blasebälge für die Orgel. Sodass immer, wenn der Organist gespielt hat im Gottesdienst, der die Blasebälge treten musste, hier schnell im Gottesdienst in den Turm kommen konnte und für die Luft sorgen konnte. Dann hat man auch den Orgelmotor hier eingebaut, damit man im Gottesdienst nicht die Orgelmotorengeräusche hören muss. Ja, hier auf dieser Ebene befindet sich noch eine ganz besondere Kostbarkeit unserer Kirche, nämlich unsere alte Turmuhr von 1844, die den Glockenschlag gesteuert hat und auch die Gebetsglocke und um 18 Uhr das Geläut. Und mit diesem Ding hier musste man einmal in der Woche die Uhr aufziehen, die dann für eine ganze Woche lang funktioniert hat. Heute macht das alles ein Computer, der in unserer Kirche eingebaut ist. Mit den Glocken hatte die Gemeinde wenig Glück. Im Dreißigjährigen Krieg wurden die alten Glocken der Petrikirche zusammen mit einem Teil des Turmes vernichtet. Doch aus dem alten Material konnten wenige Jahre später zwei neue Glocken gegossen werden. Zusammen mit den Bronzekronleuchtern gingen die Glocken für die Gemeinde jedoch erneut verloren, indem sie 1917 und 1918 für Kriegsmunition eingeschmolzen wurden. Nach dem Krieg wurden 1920 zwei neue Läuteglocken aus Stahl gegossen. Die beiden Glocken in C und S haben ein Gewicht von 1900 Kilogramm und 1200 Kilogramm und erinnern mit ihren Inschriften an die Soldaten des Ersten Weltkrieges und die Gefallenen aus den Dörfern Alixe und Steinwedel. Eine Glocke hat jedoch alle Wirren der Zeit überstanden. Sie ist außen an einem Balken, der aus dem Turmdach herausragt, angebracht. Sie trägt die Inschrift Christopher Horenbach, Mephezit. Christopher Horenbach hat mich gemacht. Sie hat eine Höhe von 50 cm, einen Durchmesser von 57 cm und wiegt 100 Kilogramm. Sie stammt aus dem Jahre 1593, diente zuerst als Läuteglocke, danach ob dem Dreißigjährigen Krieg und bis heute als Schlagglocke, die Stunden schlägt. Sie hat damit die Gemeinde über Jahrhunderte und durch viele Krisen und Katastrophen begleitet. Der Turm ist das Sorgenkind unter den Gebäuden in der Gemeinde. Hier haben sich in der letzten Zeit viele Risse aufgetan, wie man hier sehen kann. Es wird zurzeit geprüft, ob die Risse noch zunehmen, denn wenn das der Fall ist, dann ist sicher die Statik nicht mehr in Ordnung. Des Weiteren sind diverse Balken vom Holzwurm befallen. Wenn man genau hinsieht, kann man die Spuren des Schädlings erkennen. Außerdem ist die Elektrik alt und abgängig. Auch hier ist Sanierungsbedarf. Und zu guter Letzt muss der Turm grundlegend gereinigt werden. Wir vom Kirchenvorstand möchten, dass diese Sanierungsprojekte in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden. Und damit uns unser Turm halt noch viele Jahrhunderte erhalten bleibt.